So, hallo ich meine Freunde, damit herzlich willkommen hier wieder zurück zum Car Mechanic Simulator 2018 mit meiner Wenigkeit. Wir machen weiter. Haben wir etwas Größeres hier vor uns, jetzt nicht allzu groß, aber immerhin etwas, wie man so schön sagt. Warum der das immer erst im Nachhinein prüfen kann. So, starre hintere Antriebswelle ist im Eimer. Bremsbacken. Der Zylinder ging noch klar. Ging die Bremsbacken noch klar? Die ging auch noch klar. Das Glas ist in dem Sinne starre hintere Antriebswelle gewesen. Das passt, das passt, das passt. Das ist im Eimer genauso wie das. Wer hätte es gedacht? So, 39% an den Gummis. Der Gummi muss ausgetauscht werden. Ansonsten das komplette Ding. Inklusive das. Platte raus. Und die Plattfeder. Dann machen wir das erstmal hier. Plattfeder mit der Platte 1 und 2 und dann einmal den Gummi. Danke. Also hinterer Stoßdämpfer B oder mal hinterer Typ B Sengs. So, Blattfeder, die Platte, die U-Bolzen dran. So, zack, zack. Dann hier, ach. Schleppegummi braucht man vorne eh, also. Von daher hat sich das eh, macht das jetzt eh nicht viel aus. So, Entschuldigung für die Teamspeak-Sounds. Das da hier rein. Gut, starre hintere Antriebswelle. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ob wir da was haben. Antriebswelle, hintere Antriebswelle. Aber eine starre hintere Antriebswelle haben wir leider nicht. Ich gucke aber gerade mal, kann man hier was reparieren? Nein, kann man nicht. Okay. Gut, dann eben nicht. So, das heißt, einmal starre. Schön falsch geschrieben mit Doppel A, wer kennt's nicht? Starre hintere Antriebswelle. So, nee, ich wollte jetzt eigentlich genau. Die Gummis da wurden geprüft. Okay, dann kannst du also dementsprechend noch wieder dran. Bremstrommel dran, Reifen dran. Sehr gut. So, dann geht es nach da vorne. So, denn hier liegt einiges im Argen. Wenn nicht alles, auch ein bisschen. So, der geht aber. Das geht. Das ist Road. Sonnenschein kann natürlich erst wieder geprüft werden, wenn es vorbei ist. Die Stabilisatoren sind im Eimer. Jawohl, das weg, das auch, das ist orange. Oh, ist das Gehäuse im Eimer? Okay. So gut, so gut. So lasset uns. Fortfahren. Weil. Wenn das da unten muss ab, also kann uns das eigentlich relativ sein. Aber das muss auch ab. So, das Lager rausnehmen, das nehme ich auch im Eimer. So, Kopf ab. Die Spurstange scheint, nicht die Spurstange, die Zahnstange scheint aber wiederum zu passen. Wenigstens schon mal eine erfreuliche Nachricht. Okay.
Okay, gar nicht so blöd. Die Gummis sind überall im Eimer. Ne, nur der Gummi ist weg. Okay, machen wir das hier drüben noch weg. Weil das Ding passt. Na, wie sieht's hiermit aus? Das muss aber auch weg. So, und... Ach ja, das ganze Ding muss ja hier weg. Da bauen wir schon mal das raus. Dann... Der muss... Ne, der geht sogar noch klar. Sehr gut. Der muss aber auch weg. Sind die Gummis da auch im Eimer? Ja, die Gummis sind da auch im Eimer. Ach, das hält's noch aus, klar. Die Zahnstange geht klar. Da müssen wir nichts machen. Der Stabilisator muss weg. Der Gummi muss noch weg. Sehr schön. Haben wir damit eigentlich alles entdeckt? Ja, gibt es nichts mehr. Da gibt es nichts mehr. Achso, halt Kraftstofffilter. Komme ich da ran? Ich will ja nicht prüfen, ich will ja auseinanderbauen. Ne, da muss schon da vom Motording dran. Okay, was kann man reparieren? Das muss nicht repariert werden, das auch nicht. Also das, was wir reparieren können, nützt uns nichts. Okay. Einmal wieder dran. Also vordere Radnabe zweimal, vordere. Eins, zwei. Dann Spur. Und lassen wir hier. Eins, zwei. Stabilisator. Das. Vorderer Stabilisator hier. Gummi haben wir schon einmal, zweimal. Dann zwei und zwei. Genau, das passt. Und, ach ja, den muss ich ja auch noch. Vorderer Stoßdämpfer, genau. Dann vordere. Väter und vorderes, genau. Das kann man nämlich gleich hier zusammenbasteln. Da haben wir es nämlich schon mal. Zack, zack, danke. So. Dann Scheibe dran. Achso, was ist das hier? Was? Rad, Narben, Abdeckung, ne, Rad, Narben, Lager. Rad, Narben, genau, dankeschön. Na, ran damit, die Abdeckung hier drauf, Bremsklötze hier drauf, Sattel hier drauf. So, achso, unterer Querlenker. Unterer Querlenker zweimal. So, dann hier einmal Gummi. Und das hier dran. Und dann der Stabilisator dran. Wenn er, ja, war gerade so alt, vorne A, naja, siehst du, irgendwann prägt man sich das Ganze ein, was da vorne ran gehört und was nicht. So, kann das Ding auch wieder dran. Sehr gut, hätten wir die Seite erledigt. Dann hier haben wir Gummi. Dann vordere Achse, Schenkeltyp A, vordere. Sehr gut. Dran damit.
Eins, zwei, drei. Dann hier wieder. Zack. Die. Ne. So. Abdeckung drauf. Bremsscheibe drauf. Klötzchen drauf. Ich. Naja. Mit den Bremsen würde ich zwar nicht rumfahren, aber. Wie gesagt, ist ja jetzt. Ne, Kundenwunsch. Oder kein Kundenwunsch gewesen, eher so gesagt. Ja, von daher muss es uns egal sein. So, sehr gut. Dann einmal das Öl ablassen. Dass wir dann Neues nachfüllen können. Also halt Auspuff war jetzt hier noch was. Kurz gucken, welcher jetzt hier. Endschalldämpfer für 8 UHV ist es nicht. Das ist der Mittelschalldämpfer. Okay. Also Mittelschalldämpfer. Dankeschön. So. Okay, passt. Dann einmal runterlassen. Lassen wir jetzt noch Kraftstofffilter und Ölfilter. Kraftstofffilter und Ölfilter rot. Die zwei hier noch wegbauen. Genau, dann neues Öl nachfüllen. Und dann war's das eigentlich, theoretisch. Oder ich guck mal, das haben wir. Ach ne, Luftfilter Rot B muss noch gemacht werden. Dann haben wir es aber, okay. So, Luftfilter Rot B. Dafür müssen wir erstmal wieder hier Klammern abbauen. Und dann natürlich auch wieder die Klammern drauf machen. Soll ja nichts verrutschen in der Kiste. Mazda RX3. Lauter Auspuff. Ja, das hätten wir dann damit. 4869, 1800 bezahlt, also 3000 plus gemacht. Geht, denke ich mal, in Ordnung. Und können wir jetzt hier irgendwas reparieren, was uns vielleicht noch. Nö, gar nichts. Alles klar, dann alles verkaufen. Thank you. So, nächster Auftrag. Repariere oder wechsle die Teile der Karosserie aus, aber gerne. Was haben wir sonst noch so? Schaltung, wer hätte es gedacht? Oh, Dodge Charger? Den nehmen wir mal. Aber erstmal hier, wollen wir mal kurz gucken. Kofferraum, okay, was ist das? Ein Bolt Roulette. Ach ja, schön wieder der. Hm. Karosserie. Bolt Roulette. Okay. Da brauchen wir den Kofferraum. Hintere Stoßstange. Hintere Stoßstange. Stange, vordere Stoßstange, hintere Stoßstange, dann linker Scheinwerfer, linker Scheinwerfer, linkes, okay, linker Scheinwerfer, rechtes, linkes bzw. rechtes Rücklicht und vordere linke Seitenscheibe. Vordere linke Seitenscheibe. Okay, dann einmal linker Scheinwerfer.
Linke Seitenscheibe. Jawohl. Dann nehmen wir das, den Kofferraum, dit und dit. Einmal ab, rein. Zack, zack, zack und zack. Und damit hätten wir es, freundlich. So, und der Charger kommt dann... Nein... Nein, danke. Der Charger kommt dann einmal bitte mit darauf. Gut, Freunde. Wir sind erstmal wieder fertig hier für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ihr mögt. Das Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Tschüdelü.